Oh, hey yo zusammen und willkommen zu Let's Play Total War Warhammer 2. Genau, ja. Wird wieder Zeit für ein bisschen Gezockse. Ja, auf 6 kann ich schon hochgehen. Glaube ich. Müsste schon 12 Nahrung bekommen. Bin ja eh fast am Maximum, das passt schon. Wir haben hier eine Nebenarmee mit einem Mörser, einem Haufen Kanonen, wovon ich 4 haben wollte, aber nur 3 haben konnte, deswegen sind es 3. Die Zwerge brauchen wir nicht. Das würde ich mal denen geben, weil die sind gesünder, beziehungsweise eigentlich denen. Ja, genau. Ja, die können gut Schaden machen gegen Infanterie. Hat ein paar Kavalleristen, ein paar Streitwägen. Aber die dürften gegen die Rattling-Kanonen komplett wegsterben. Ich könnte das auch automatisch machen, sehe ich aber keinen Grund für. Weil ganz im Ernst, ich glaube, das Gefecht selbst zu führen ist definitiv besser. Die Webcam ist ein bisschen düster. Aber ich will jetzt kein Licht anmachen, das ist unnötig. Heute fühle ich mich im Dunkeln einfach ein bisschen wohler. Bin noch immer am Husten. Deswegen wird es wahrscheinlich heute nur nicht so lang. Na, aber naja. Mal schauen. Mal schauen. Mal gucken. Einfach mal gucken. So. Und ja. Dann wollen wir mal. Die Karte ist natürlich mal wieder perfekt für uns. Da ist easy. Kalida könnte ein Problem sein, die hat nämlich ein paar mächtige Fähigkeiten, glaube ich. Es hat ein legendärer Lord. Eine legendäre Lords sind immer stark. Aber ich muss nur alles andere von ihr töten. Und dann läuft das schon. Na, das ist dann kein Problem. Das sollte schon gehen. Oh ja, den Rest immer dann. Ganz normal. Ich würde jetzt nochmal gucken, ob die Soundeinstellungen fürs Mikrofon passen. So, wo kann ich das hier nicht? Wo war denn das nochmal? Sounds? Bei Sounds war es nicht. Doch, hier Aufnahme. Genau, okay. Irgendwie ist die Mikrofon-Webcam noch an. Die würde ich vielleicht... Kann ich die deaktivieren? Weil ich habe sie jetzt nicht hier drin, aber ich brauche sie gerade nicht. Ich deaktiviere die einfach mal. Vielleicht hat es deswegen auch immer Gehalt, keine Ahnung. Seltsam, dass die überhaupt an ist. So, und das andere Mikrofon. Ja, nee, das passt. Okay, gut. Aber wieder was gelernt. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Na, schaut mal. Ja, jetzt seht ihr mein Gesicht ja ganz gut. Ob das jetzt toll für euch ist oder nicht, das müsst ihr entscheiden. So. Okay, wir drehen natürlich wieder die Katapulte so ein bisschen, dass wir beides abdecken. Nur für den Fall der Fälle. Dann haben wir noch die Mörser. Die haben mehr Reichweite als... Ne, die haben weniger Reichweite als die Katapulte. Das heißt, die müssen weiter vorne stehen, okay. Gut, dann... Die sollten außen stehen. Die sollten immer außen, weil das sind die Heftigen. Das ist der Fleischschild. Und die außen stehen, sollen kollapsen auf den Gegner und richtig Schaden drücken. Na? So ist es bei den Skaven. Und dann haben wir jetzt hier noch die Rattling Guns. Und ich hoffe einfach, dass sie hier anständig schießen können, wenn was ist. Aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, hier ist ein Flügel. Ah, stellen wir sie lieber hier auf die Höhe der Giftwindkanonen. Ich meine, ich glaube halt nicht, dass sie über den Hügel drüber schießen können. Können sie wahrscheinlich nicht. Also hier vielleicht schon, ne? Aber hier stehen die echt beschissen. Vielleicht hier?
Das könnte klappen. Die vielleicht so hier? Eher nicht, ne? Eher nicht. Dann stellen wir sie vielleicht doch hier so hin. Einfach in der Hoffnung, dass wir irgendwas abschießen können. Ich glaube ja nicht dran, aber... So, wir haben zwei... Wir haben das... Das ist der Warlock Master. Dann bleibt da hinten stehen. Und das ist irgendwie ein Zauberer. Den stellen wir jetzt mal da. So. Oh Gott, der Gegner fängt ganz da hinten. Das ist ein großer Fehler. Weil damit gibt er mir die meiste Zeit, ihm ordentlich Damage zu drücken. Ja. Greife ich an oder greife er an? Er greift an. Also mit Kalida. Ja, Moment einmal, auf die braucht sie nicht feuern, das ist verschwendet. Das macht halt gar nichts, ne? Das ist voll egal. Okay. Der kann Leute beschwören, das ist natürlich sehr gut. Gehst mal dahin. So. Ja, kannst du mal angreifen. Bumm. Na los. Na los. So, ich möchte sie natürlich ein bisschen aufhalten. Soweit wie es geht. So. Das heißt, wir schicken jetzt hier die Truppe rein. Und dann macht es hier ordentlich Bums. Na? Ist klar. Oh, das schaut so gut aus. Schaut euch den Schaden an. Unglaublich. Da ist schon alles tot. So, dann könnt ihr da drüben noch Schaden machen. Ein Katapult schießt weiter hier hin. Und die Giftwindkugel-Mörser können auch da drüben angreifen. Das passt dann schon. So, dann würde ich langsam mal sagen, ich beschwöre jetzt hier... solche Mönche. Das sind Clanratten. Ja, Clanratten, go. Einfach sicher. Einfach Clanratten beschwören. Gutes. So, ihr könnt auf die Reiter gehen. So. Warp Grind aktivieren. Wir können da drauf gehen. Die Ratten drauf fressen. Stehen bleiben. Warp Grind aktivieren. Buffen. Der kann auch die Seuchenmönche dazu holen. Dann geht's ja wieder hier in Position. Ah, die Usch hab die. Ah, ich vergesse das jedes Mal. Ah, Scheiße. Macht's die bitte weg, Mann. Oh, Mann. Mega ätzend. Na gut. Ja, nicht da, nein. Jetzt ist Hail Mary, jetzt ist wieder komplettes Land unter. Was mir gar nicht gefällt. Aber so ist es halt. Ja, die hauen schon wieder ab. Genau. Warte mal, geh mal da hin. So. Frage, ob ich hier auf die Reiter drauf klatsche, aber ich glaube schon. Die werden von der Kalida angehen. Ja, das war aber klar. Ihr müsst halt weg. Ja. Oh boy. Skelettstreit wägen, auch bitte töten. Bitte angreifen, wenn ich euch sage, ihr sollt angreifen, sollt ihr angreifen. Und nicht nichts tun. So. Rüstung könnte ich hier, aber das sind nur Skelettkrieger eigentlich. Sollte das gar kein Problem darstellen. Ja, die machen nichts mehr, die sind schon voll am Arsch. So. Die müsste. So.
Ja, da kannst du noch angreifen, genau. Warlock Master! So. Dann nochmal Leute holen. So. Ja, der Sieg ist nah, aber ist schon wieder zu welchen Kosten. Ja. Warlock Master! So. Ich glaube, ihr könnt jetzt aufhören. Das war jetzt genug Damage. Gehen wir da rüber. So. Das ist ja die Frage, ob man Kaliber kaputt kriegt oder nicht, aber... Ja, jetzt ist er dann tot. War aber wieder teuer. Ist allerdings auch in Ordnung, würde ich sagen. Das muss halt... Warlock Master! Das muss halt nicht wissen. Ne? So, kannst du halt jetzt nicht töten. Vielleicht können wir noch machen, dass ich nicht bewegen kann. Hilft nichts, okay. Gut. Teuer. Aber ich glaube, es dürfte nichts Schlimmes, nichts Wichtiges kaputt gegangen sein. Passt das. Knapper Sieg, nicht mal ein Pyrrhus-Sieg, aber okay. Ja, da ist nichts gestorben. Ist noch in Ordnung. Ich vergesse immer die Ushabti. Ich vergesse jedes Mal. Das ist so, ich gehe einfach rein und kämpfe und bla. Oh. Die blöden Ushabti. Ich meine, sie sind jetzt nicht so super schlimm, ne, aber... Und Kalida ist auch irgendwie durchgekommen. Ne? Die ist einfach durchgerannt. Die hat 200 Ratten getötet. Ist schon krass. Der Rest komplett useless. Aber na gut. Okay, dann nehmen wir jetzt das da. So. Aber wir plündern weiter. Ja gut. Gut. Sehr schön. Weiter plündern. Das ist auch so eine Sache. Ja. Okay. So. Was kriegt der? Nice. Ja, kann gut sein irgendwann. Ah, haben oder nicht haben halt, ne? So, die Chaoskrieger sind bald alle tot. Sind halt useless, was will man machen? Chaos ist einfach nicht so stark in der Kampagne. Dabei habe ich schon Mods für schnellere, frühere, stärkere, krassere Chaos-Invasionen und so. Interessiert nicht. Die KI macht die immer weg. Ohne Probleme. Die nimmt ein bisschen was ein, die macht ein paar Dinge kaputt, das... Oh nee. Ärgerlich. Aber das dachte ich mir schon, dass passieren wird. Na. Weil halt da dieser Beastman-Typ ist. Na gut. Wir plündern weiter. Ja, da gibt's nichts zu plündern. Wieso wollte ich nach Hause? Wegen zwei Ratten, die verletzt sind? Das macht ja gar keinen Sinn. So, was haben wir hier? Karak Asgal. Ja, go. Also, hä, wieso wollte ich nach Hause? Macht keinen Sinn. Scully, now, Scully. Ich könnte mich hier... Warte mal. Der hat... Immortals. Die sind sehr stark. Der Rest ist schwach. Das ist egal. Warlord Quick-Hattica. Kommt der da hin? Easy. Mine. Hier kann man Nahrung hochbauen. Das sollte ich machen. Nahrung, weil ich bin immer noch nicht mit Nahrung gut versorgt. Aber es wird langsam. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Stopp da! Also die sind egal. Die sind auch egal, sind alles langsame Bumsköpfe. Er hat einen Magier. Okay. Die Reiter. Aber eigentlich müsste das Krieg hinkriegen. Ja. Solange nicht noch eine dritte Armee kommt. Doch, wir plündern da.
Warlock, Master of Scryer. Den würde ich mal zurückschicken, einfach, dass er sich ein bisschen regenerieren kann, weil der ist schon sehr verletzt, der braucht einfach ein bisschen. Gut, dann. Untrusted Worm. Solche, gut. Die Kommandanten da oben, die machen wir gleich. Trust him for now. Habe ich nicht vergessen. So. Aber wir haben ja hier jetzt noch Truppsies. So, der macht Plündern. Ich kann jetzt gerade mal aufhören. Ist der noch auf hoher See? Ja, okay, dann ist das egal. All hail Honedrat. Das ist Azak, der Vernichter. Kenne ich gar nicht. Boah, der ist kräftig. Ja, aber sie macht halt ends Schaden. Aha. Wann? Aha. Schutt und Schaden. Boah. Okay. Was habe ich denn für Armeen? Ich habe eine Kanone. Also Warblitzkanonen sind dabei. Das ist gut. Sehr slow. Ja. 7 Runden. 11 Runden. Okay. Warte mal, da war ich schon. Ah, guck mal. Dann kann ich hier hingehen. Ich gehe jetzt erst so rum. Kann plündern. Und der da. So. Jetzt kommt er da weg. Geht dahin. So. Das heißt, wenn der sich jetzt hier verteidigen will, kriegt er aufs Maul. Wenn der rankommt, was ich nicht glaube, dann auch. Okay. So, dann schauen wir noch mal hier irgendwie. Es ist halt so schade, dass ich mit keinem von denen... Icket klar, ja. Dass ich mit keinem von denen was machen kann. Ich könnte, wenn ich irgendwie in die Küste... Aber da bin ich so weit weg. Aber Skaven sind eh nicht die Handelstypen. Es ist einfach so. Der mag mich? Why? Ah ja. Vielleicht sollte ich mit dem dann mal ein nicht anderes Pakt machen. I don't agree. Dann warten wir noch. Ist egal. So. Do you wish to join us on this voyage? Die sind stark. Und die haben nur Stress. Ja, warte, die haben auch mit Clans. No, not this. Ah, komm schon. Dann lass mal ein Schutzbündnis machen. Und Militärschutz. Warte mal. Komm schon. Ja, okay, dann machen wir erstmal einen Schutzbündnis. Das ist okay, weil... Also, die sind stark. Die sind wirklich stark. Die sind Rang 3. Die haben auch einiges an... Komm schon. Ja, lustig. Moment, warte mal. Wenn ich das mit denen breche... Wie alt ist das? Das wird gehen. Das auch. Aber die sind 15, die sind 11 und die sind mir nahe. Aber den Zugang könnte ich brechen. Okay, pass auf. Du Piraten. I'm a pirate. Of course you can trust me and my crew. Ich breche. Let's barter. Mit dem da. A done deal. Nice. Okay, cool. Easy. Geil. Weil die haben 10 Dingsels. Und Clan Squire hat 9. Komm schon. Nice. Okay. Vor allem, die mögen uns jetzt dann wahrscheinlich, weil wir Abkommen mit den Piraten haben. Genau, das wird auch besser. Abkommen mit ihnen selber. Wir müssen noch ein bisschen kämpfen, aber dann wird's. Wenn wir das hinkriegen, dass wir mit Clan Squire
und den Piraten Bündnisse eingehen. Ich glaube, das dürfte echt gut sein. War gut, dass ab und zu sollte man in diesen Bündnis-Screen reinschauen. Reinschauen. Das ist schon wichtig. Weil die haben nur Stress mit Chaos und den Lakaien. Und das war's. Scryer auch nur. Die machen nicht viel Krieg. Das ist halt das Krasse aktuell. Das kann sich irgendwann ändern, aber hey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das dürfte uns ein bisschen helfen. Vor allem hilft es uns insofern, dass manche KIs jetzt vielleicht eher abgeschreckt werden, uns einfach den Krieg zu erklären. Wie es halt am Anfang des Let's Plays die ganze Zeit der Fall war. Ja. Ich bin gespannt, ob HKRF jetzt auch gegen die Grimgorgs vorgeht. Da ist Luther Harkon. Aha. Schaut euch mal diese Armeen an, Mann. Die sind hier komplett da oben. Auch interessant. Okay. So, Kimri ist egal. Hofstadt Lybras ist egal. Reikland. Stark? Reikland ist irgendwie immer stark. Die mögen mich auch. Muss ich mal gucken. Und abgefangen. Kaputt. GG. Na gut. Ihr kennt das Spielchen ja schon. Was haben wir für ein Dingens? Passt. Ihr kennt das Spiel schon. Die KI wird weggeschießt und das war's. Und dann kriege ich irgendeinen Bonus von Azak, der vernichtet grüne Aura. Das ist ein ekliger Aura. Echt widerlich. Dass der alles schon eine Fähigkeit hat, gibt euch mal. Die ganze Bar war voll. Und der hat das Feuersiegel-Banner. Der ist doof. Die sind doof. Das ist. Ja, die sind nicht so schlimm. Der ist gefährlich. Der Rest ist wieder free. Mal schauen, mal schauen. Skrolk. Die da. Ich muss mich ganz wo hinten aufstellen. Also auf gar keinen Fall hier hin. Okay, lass mal gucken. Die kommen hier hinten. Okay. Dann. Na? So vielleicht? Okay. Rohrblitzkanone. So. Für den Fall der Fälle, ihr kennt das Spiel. Wie mache ich denn das jetzt? So ungefähr. Ja, keine Ahnung. Fehlt da eine Ratte? Oder bin ich jetzt verrückt? 1, 2, 3, 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ist nur ein bisschen seltsam. Also weil ich hier drei von habe und ihr, okay, ist einfach ein bisschen asymmetrisch. Na gut. Gut, Scroll. Anderen Typen. Okay. So, die Warp Lightning Cannon feuert natürlich auf größer Härter, aber nicht von automatisch. So. Frage, wird der schießen, wird der laufen, was soll ich da machen? Anständiger Schaden. Wurden entdeckt, sie hauen ab. Das ging recht daneben. Der kommt her. Das gefällt mir nicht. Wieso kommt der her? Nee. Geht nicht. Okay. Aha, okay, gut. Moment mal. Ist da dazu? Ja, doch, der wirft das. Schaut's mal. Der schmeißt was. Okay, dann muss ich ihn in den Nahkampf verwickeln. Weil wenn er hier anfängt, Druck zu schmeißen, ist das.
ihr seid Nummer 2. Statt euch hier so. Ich meine, das Ding hat Schaden genommen, aber. Schade. Na gut, gucken wir mal, was sich hier noch tut. Na kaum Kanonen. Ach, na so wenig. Das Ding hat halt aber auch mega 20.000 hat das. Könnt ihr nicht einfach auf die Orkjungs angreifen? Alles andere ist viel zu schnell. Kommt schon. Ich will hier den Damage sehen. Wumms. Wumms, wumms, wumms. Haut den Damage drauf. So, der schmeißt gleich wieder, ne? Er könnte Schaden machen und dann für schneller Scherbräu gehen. Passt schon. So. Auch Wumms. Da schmeißt schon wieder auf irgendwas. Aua. Das geht aber. Das Ding ist ja bald kaputt. Warte, was kommt da? Okay. Na komm. Schmeißt schon wieder so ein Ding. Boah. Das tut weh. Aber es geht, wenn eine Single Entity macht er jetzt nicht so viel. Ne? Bei Ratten, also 10.000 ist verdammt wenig bei mir speziell. Und der geht demnächst kaputt. Der schmeißt auch immer links, rechts, links, rechts. Ah ja. Ja, jetzt hat er gleich die Schnauze voll. Vielleicht können wir ihn wirklich töten. Sollte ich auch. So, jetzt ist er wütend, das heißt, er wird in den Nahkampf gezwungen gegen die Rattlinge. Die werden das nicht lang machen, aber das Ding ist kaputt. Nice. Dann können wir jetzt als nächstes den da oben, der auf den Fliegtisch angreifen. So. Ja, die Hälfte der Munition wurde verbraucht dafür, aber das passt schon. Weißt du was? Ich kann das auch mal mit dem machen. Dann schieße ich einfach mal manuell drauf. So, ich würde mal die 1 nach vorne ziehen. Die 2 ein bisschen weiter näher ran. So. So, das macht doch jetzt hier schön Schaden. Goblins, irgendwas hat er hier noch? Ist aber so egal. Er lässt sich halt einfach abknallen. Ich finde es so krass, dass ich den Cheese gesehen habe. Das macht halt so viel einfacher. So. Ich mach meine ganze Munition leer, ne? Der Rest ist vollkommen egal. Da kommen jetzt ein paar Reiter an. Ich weiß nicht, was er hier sucht, aber es wird ärger sein. Dann geht's drauf, der macht's dir weg. Hallo, Lord. Was denkt er sich dabei? Gar nichts wahrscheinlich, denkt nicht. Brauchst du nicht zum Denken gemacht, ne? Hat der da oben Regeneration? Weil der ist irgendwie full life. Ah, der hat Regeneration. Dann bringt es gar nichts, auf den drauf zu schießen. Dann schießt lieber auf den. Die Schreckenshüpfleut-Dingsels. Ja, macht's doch weg! Georgs. Die krepieren hier. Oh, da kommt was mal. Gehen wir da auch wieder drauf. Okay. Jetzt traut er sich langsam rein, ist aber viel zu spät. Ja, ja. Euer Kommandant steht im
der. Jetzt kommt er langsam. So, ihr geht's dahin und ihr bekommt den Free Fire. Ihr dürft's jetzt, quasi. Jetzt holen wir hier noch was. Der gute Scroll. Und hier noch was. Der ist wieder. Wieder. Voll egal. Wir nehmen jetzt alle Hervorgerufenen und schicken die mal da lang. Okay, irgendwas nimmt hier gewaltigen Damage. Unnötigerweise, muss ich feststellen, aber. Was ist das? Gehen wir jetzt lang. Die Helden machen das schon. So, ihr könnt aufhören zu schießen, das bringt jetzt nichts mehr. Und Army Loss Penalty. GG. Jo. Alle fliehen. Der da noch ein bisschen. Aha! Nachtgoblins wollen nicht viel. Warum auch immer. Jetzt sind sie weg. Glaube ich. Sehr seltsam. Nachtgoblins haben perfekte Führerschaft. Das ist mir neu. Das musste ich nicht. Und die denn? Hier die. Ah, Fanatic, sehr gut. Das macht Sinn. Na gut. Tür zu. Ja, haben wir gewonnen. Das war ein guter Überfall. Mal gucken, ob ich das Geld nehme oder Replenishment. Ich weiß es noch nicht. Aber für die Clanratten Replenishment zu nehmen, ist eigentlich unnötig. Ja, bei 2800, hallo, da bin ich das Geld. Klar. So, da kommt noch was. Deren Okay. Der lässt sich einfach plündern. Ja gut, dann ist jetzt die Frage, will ich das angreifen, das Ding? Na, will ich da angreifen? Aber ich würde sagen, schon. Ich meine, die Armee, wenn ich die crushen kann, weg damit. Versteckte Stellung. Er hat so viele Beastmen und Dings, Leute, das ist krass. So, wir haben Grünhäuter bekommen. Führerschaft, Magie, ja gut. Finde ich persönlich jetzt nicht so krass. Geht, aber okay, whatever. Na gut. Ewige Flamme, das ist nicht schlecht. Du kriegst mehr Schaden und machst Feuerschaden. Schmutz. Gut. Frieden verhandelt. Feind getötet. Adstrak Radhur. Garrod, während eines Überfalls auf einen kleinen Außenposten der Zwerge erobert euer Kommandant eine Pulverwerkstatt. Wachstum? Wow. Wow. Das ist super stark. Das nehmen wir. Hallo? Karak Azul. Hat der das jetzt endlos? All hail, Honigrat! Ja, geil. Durch Loyalität Dilemma. Oh, cool! Loyalität ist ja richtig nice. Vor allem, er hat ja Katapulte. Die sind nicht günstiger. 1,86. Bei dem kosten sie 1,59. Ja, gut, der ist noch günstiger. 240. Okay, ja, aber Geschossstärke nochmal. Hallöchen. Ja, richtig geil. Okay. Die Sache ist jetzt folgendermaßen. Das sollte ich crushen. Ganz im Ernst.
Warte mal, wie ist denn der? We can finally... Der ist nicht im Krieg mit denen. You dare approach me. If I don't like what you say, more will be in your guts. Ja, Hackreif ist den Schäuble egal. Und I command. Dem ist es auch. Okay, der mag es, dass ich denkst, okay. Das heißt, der mag die Horde eigentlich nicht. Aber ich weiß nicht, wie die zueinander stehen. Ich würde einfach sagen, ich gehe weiter plündern. Hier weiter. Run, Fools, Fools. Und gut ist. Und so Racket it up. My eyes are gone, but so. I see. Der hat Probleme mit sowas hier. Spukwald. Boah. Witch King and Minions, weak, weak. Okay. Gut. Jupp. Wir müssen ja mehr Nahrung machen, ne? Das haben wir schon festgestellt. Nahrung ist ganz wichtig. Deswegen machen wir Nahrung. Will ich in Lybras das Ding bauen? Eigentlich brauche ich es nicht. Rasetra könnte ich mir noch holen, aber... Ja, hier unten bin ich gut aufgestellt. Das ist noch nicht perfekt, aber es ist schon echt gut. Ich kann auch hier mal wieder ein paar Dinger machen. Ne? Einfach so ein paar... Ist voll egal. Hauptsache, das Zeug geht weg. X-Claws, nehmen wir auch mit. Dankeschön. So. Ja, Futter. Ich glaube, so langsam schaut es mit Futter wieder gut aus. Und dann können wir auch... Ja, Steuersatz haben wir schon. Genau, mach Geld. Mach ordentlich Geld. Plus 140%. Wow. Oh, lohnt sich schon. Lohnt sich schon. So. Hier war jetzt die Frage, ob ich das da weghau. Aber ich kann es mir ja auf jeden Fall mal anschauen. Aber erst wird nochmal gelevelt. Wir haben die Seuche. Wow. Stinks like a Gracier. Oh, da gehen wir weiter. Untrusted worm. Poison after. So wahrscheinlich. Oh. Der wird der da, weiß ich noch nicht. Und trust him for now, now. Hier muss ich langsam anfangen, das hier zu machen. Das dieses Tropfending, das werde ich nie benutzen. Niemals. Brauche ich nicht leveln, ist egal. So. Der hat Katapulte, Wobblitzkanonen, Grenadiere. Warpbohrer, Dingschredder, Kanonen, Katapulte. Ja, mehr Munition für Katapulte. Ich würde gern wissen, ob er nur Waffenteams. Ob die Munition. Weil hier. Nein. Hier stehen die solchen Katapulte extra da. Und Waffenteams habe ich hier nicht. Das sind Geschosse von denen. Wo kommen die giftigen Typen? Gossenläufer, Clanratten, Todesläufer, solche Mönche, Oger. Sehr strange. Tauchen gar nicht auf. Okay. Gut, dann machen wir jetzt erstmal das, was klar ist. Und das sind die solchen Clown-Katapulte. Ist einfach so. Vielleicht nehmen wir noch die Warpbohrer später dazu. Aber eher die Clan-Ratten, weil ich habe hier schon einige. Ich meine, irgendwann... Gibt es was, um Sturmratten zu buffen? Ich glaube nicht, ne? Schattenläufer, Gossenläufer, Clan-Ratten... Sturmratten, hier. Hier gibt es einen Bonus für Sturmratten. Plus 6% Nahkampfangriff. Warum Prozent? Seuchenmönche. Todesläufer, Seuchenmönche.
Aber das ist ja nichts. Das ist ja Todeswindkugel, Giftwindkrieger. Na dir, das ist ja wieder was ganz was anderes. Egal. Okay, die sind fertig. Mal gucken, was die machen. Der wartet noch eine Runde. Muss er leider. Oh, mein Geld ist echt am Hintern. Gut, schauen wir mal. Er hat den Hinterhalt nicht entdeckt, dann ist es easy. Wenn er den Hinterhalt nicht entdeckt, das ist easy. Ohne Hinterhalt. Mann, ist das hässlich, das Gesicht von dem. Okay, gut. Ja. Was willst du machen? Ne? Easy ist easy. Aber warum jetzt mein Geld so runtergeht? Ich meine, ich plündere da. Na gut, er Quick plündert gerade nicht. Ne? Also so stelle ich mich auf jeden Fall nicht auf. Auf gar keinen Fall. Erstmal gucken, wie lange er läuft. Guck, er läuft so lang. Ja, dann wäre es ja das Beste, wenn ich mich hier hinten aufstelle. Hier zum Beispiel. Ich glaube, da stand ich letztes Mal schon. Das hat ganz gut funktioniert. Das machen wir jetzt wieder. Na, ganz, also wenn was funktioniert, dann bleibt dabei. Nicht brainless, nicht ohne ab und zu mal zu gucken, ob es nicht verbesserungsmöglich ist. Na, immer wieder ein bisschen hinterfragen, aber so im Großen und Ganzen, wenn was funktioniert, bleibt dabei. So machen wir das jetzt ungefähr. So. Da zwischen war noch die. Die stehen dahinter. Whatever. So. Okay. Also diese Sales machen gegen so Single-Target-Dingsmies schon guten Damage. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Ja, schieß einfach mal. Einfach ein bisschen böllern. Bisher läuft's. So, er zieht sich defensiv zusammen. Kriegt halt jetzt die volle Breitseite ab, ne? Schön, wo er reinklumpt. Kann man reinschießen. Wow, der sieht kein Land. Ich glaube, der hätte auch krass verloren, wenn er einfach so raufgegangen wäre auf mich. Der ist ja jetzt schon alles tot. Nach nur ein paar Momenten Geböller. Vorbei. Chassails haben auch anständigen Schaden gemacht. Die sind halt wirklich eigentlich eher gut gegen High-Value-Targets, glaube ich. Mit denen machst du nicht so viel auf Masse. Die sind wirklich, das sind halt echte Sniper. So, die sind jetzt sehr müde. Wahrscheinlich, weil das Schießen so anstrengend ist. Nie angeschaut. Aha. Krass, Mann. Ich fange an, Skaven richtig gern zu haben. Die sind eklig wie Sau, aber echt cool. Komm, lock mal's immer an. Hallo. So, Munition ist weg. Dann kannst du nach hinten gehen. Hallo. Also ich warte halt, bis meine Munition aufgebraucht ist. Nur vorher mache ich da gar nichts. Der könnte nochmal was herrufen.
Einfach weil das kam. Süß. Ey, ich habe nichts verloren. Nicht, das ist so witzlos. Krass. Ganze Armee gecrushed. Und ich glaube, die war im Force March, deswegen wird die jetzt einfach komplett ausgelöscht. GG, tschüss, auf Wiedersehen, die ist weg. Da, das ist so heftig. Das ist so krass, Mann. Oh. Das ist halt echt, echt heftig. Ne? Absolut krass. Knapper Sieg. What the frick? Wo soll das denn ein knapper Sieg sein? Ja, nö, wir gehen wieder plündern. So, gibt wieder Geld. Oh, gibt gut Geld. So. Der hat auch solchen Katapulte, deswegen bekommt er das hier auch mal. Ja. So. No. Untrusted worm, poison after. So. Stinks like a grazier. Obwohl, warte mal. Oh. Ja. Should kill when get a chance. Okay. Ich kann ja nochmal. Na gut, der wartet noch. So, ich kann noch mal was bauen. Master Engineer. Ich baue mal jetzt hier die Mauern. Einfach nur, um sicher zu sein. Wenigstens auf Stufe 3 die Mauern, ne? Das ist schon wichtig. So. Und demnächst müsste ich mal gucken. Vier Runden, okay. Ob ich hier drüben nicht irgendwann mal. Weil die Mine der Bärtigen hat das Momo. So, nee, das ist weit weg, okay. Hier! Doch. Hier sollte ich mal das Dings bauen. Das Gebäude, das rundherum. Das darf dieses hier. Weil Itza habe ich nur noch Super Troom, das mir fehlt. Und das war's. Hier hätte ich nur die beiden, das lohnt sich natürlich nicht. Hualotl. In Hualotl müsste ich das Ding bauen, oder? Ah, ich weiß nicht. Hier habe ich aktuell einfach sehr wenig. Aber hier kann ich es nicht bauen. Soll ich es in Hualotl bauen? Damit ich das Monument. Ja, aber wenn ich es hier baue. Ja, irgendwann halt. Ja, gut. Hier könnte ich noch, wird dann aber knapp. Hier wird es dann irgendwann eng. So, Itza gibt Kohle. Boah, Itza gibt richtig Kohle. Okay. Das gibt Geld. Don't think so. Das nicht. Wie viel gibt das Monument? Na gut. Na schauen, ich bin von den 10.000 irgendwie wieder ganz weit weg. Weiß auch nicht, warum mein Geld wieder so schlecht ausschaut. Mal gucken. So, Malus, was machst du jetzt? Der geht mir echt nach. Krass. Grabrüttler. Okay. So, Sartosa. Habe ich Clan Scryer schon als. Ne, habe ich noch nicht, ne? Brauche ich noch als militärisches Bündnis? Ich glaube, wenn wir drei zusammen irgendwo agieren würden, ich meine, wir sind halt komplett verteilt, aber wir decken auch eine ganze Menge ab. Damit könnten wir uns die ganze Wüste holen, die ganzen Berglande und da oben den ganzen Bums. Das ist schon nicht schlecht. Obwohl Sartosa ja aktuell noch keinen Krieg mit niemandem hat, ne? Die laufen da nur rum, plündern ein bisschen. Reikland ist so heftig. Das finde ich auch krass, wie die KI irgendwie in jedem Spiel, das ich spiele, egal ob es Echsenmenschen sind oder Skaven oder Hochelfen, glaube ich, Reikland ist immer top. Oh, das tut dir weh. I think not I want to lose units there. Thank you. Was denkt der sich?
Als ob ich hier Leute verlieren würde. Hallo? Sicher nicht. Gut, wir haben ihn abgefangen. Hackreif hat sich schon bewegt. Easy. So, wir gehen da rüber, dann gehen wir da hoch. Wir machen erstmal nur Unterstädte. Erstmal nur Unterstädte und plündern. Und gut ist. Mehr machen wir jetzt gerade nicht. So. Play Claw Catapult. Our tail's yours. Skaven, yeah. Wir sind ja richtig motiviert hier. So, die lasse ich mal als Reserve hinten stehen. Aber der Rest, der kann sich gerne hier so hinstellen. Hier haben wir noch ein paar Warbohrer. Hier noch ein paar feuerlustigen Leute. Dann komm mal her. Wenn du dich traust. So, ein gutes Krolk. Mit der Katapulte? Das ist doch eine komische. Ihr schießt nicht, weil. Also, dass die Kanonen nicht schießen, macht Sinn. Ne? Die sehen nichts. Aber die Katapulte? Okay. Hol ja eine richtige Rattenflut ran, ne? Dann einfach warten, warten, warten. So. Jetzt passiert was. Aha, eine lustige Feuerkugel. Aber ganz im Ernst, das ist hier so egal. Upsi. Warte ich mal. Die Kanonen können da drauf angreifen. Und ihr dann auch. Und der ganze Rest geht jetzt einfach nach vorne. Und ich will keinen Stress schieben. Auch. Du könntest mal einen Feuerball machen. Du kriegst den Stärketrank und dann hibust du hier. Und dann versuchst du abzuhauen. Please. Lauf, lauf, lauf. Und ihr den hier umzingelt. So. Warp Grinder, genau. Wir haben noch einen Warp Grinder. Ah ja, der Asap, der stirbt easy weg. Krass, Mann. Ich weiß nicht, von was er so viel Schaden nimmt, aber. Bum, buff, bum. Ja, macht es ruhig kaputt. Macht es ruhig kaputt. Plague Lord! Ach, der will kommen. I think not. So, können wir von hinten noch ein paar Ratten dazu holen. Law of Pestilence! Die können noch ein bisschen näher ran. Da so lang, dass er jetzt auf einmal doch so gut kämpft, ne? Krass, Mann. Aber wir werden es trotzdem gewinnen. Das ist nur ein bisschen krass, dass er gerade so gut durchhält. So, nochmal Schaden drücken. So. Die Buffen. Spells of Plague. Plague. So. Hat sie da Schaden gemacht? Ich habe auch wieder Schaden genommen. Tatsächlich. Aber das ist in Ordnung. Ich überlege gerade, ob ich nicht mich kurz in einem Settlement niederlassen soll. Also ich blühe das aus, dann nehme ich es ein auf Stufe 1, voll egal. Und danach verlasse ich es einfach. Sobald ich hochgeheilt bin in meinem eigenen Mini-Territorium. Einer geht auf Hinterhalt, der andere geht in Settlement und Defthalt. Hm? Also, replenisht sich hoch und gut ist.
Aber auf Dauer ist das hier schon teuer und irgendwann geht das nicht mehr. Irgendwann sind meine Truppen zu verletzt. Dann können sie die Front nicht mehr halten, dann bringen die Katapulte auch nichts mehr. Genauso wie umgekehrt, wenn die Katapulte verletzt sind, dann kann die Front gut stehen. Ist aber egal, weil ich hinten keinen Schaden ballern kann. Das sind so, bei Skaven, da... Orktöter haben wir bekommen. Ah ja, okay. Not bad. Schauen wir mal. Ja, komm, mach weg. Nobody cares. Mach weiter. Schneller. Gut. Ja, schön. Hab grad nicht das Geld für sowas. So, Intrige der 13. Das hab ich verpasst, dass das abgelaufen ist. Weil da ist das Geld wieder. Aha, aha, aha. Schaut's mal. So, ich brauche auf jeden Fall... Tunnelchen. Okay. Ich hätte hier schon gern, aber sehr riskant. Aber ich bekomme noch Geld, wenn ich kämpfe, und dann müsste es rausgehen, dass ich. Ja. Zieh sie einfach plündernd durch, ne? Die, die. Okay, Meister Alarm. Stop, stop. Die, die. So. Dann müsste es sich rausgehen, dass ich. Ah! So, LOL! Das ist jetzt bescheiden, weil ich jetzt hier echt schlecht dastehe. Aber. Er sagt entscheidender Sieg, dann dürfte ich da nicht viel verlieren. Das war schon teuer wieder, ne? Na gut, das ist gut Geld. Ja, nehmen wir mal das Geld jetzt. So. Okay. War das nicht riskant? Ich würde den noch gerne töten. Dann habe ich halt einfach Ruhe. Wisst ihr? Weil in den Spukwald komme ich gerade eh nicht. Und nach Splitterfeld, wo es Geld liegt. Auch nicht wirklich. So. Kann ich hier nicht auch irgendwo lagern? Also, es geht auch. Zwei Runden, vier Runden, ja, easy. So, Hinterhalt nicht entdeckt, dann ist er so am Arsch. Das mache ich jetzt manuell. Aber dann ist er so am Arsch. Weil, ja, nee. Der hat zwar hier diese Level, ja. Aber wenn die KI wieder rumspackt. Ich will den eigentlich gar nicht, weil dem sein Buff ist einfach kacke. Ich meine, du kriegst, ich glaube, 100 rüstungsdurchdringenden Nahkampfschaden. Das ist fürs Kroll absolut nutzlos. Aber bekommst minus 10 Rüstung. Was halt fürs Kroll noch schlechter ist. Dadurch wird er halt noch verletzlicher. Na? Was echt nicht gut ist. Aber naja. Gut, ich gehe dorthin, wo meine Trupsis herkommen werden. So. 4, 3. Clan Chieftain. So. So, gut, das nicht mehr. Egal. Naja, irgendwie so. Geht uns. Okay.
So. Hat dieses Hybris Regeneration? Nein. Die Kriegshydra-Regeneration. Die Kalytris Briss, Karyalapra Abriss nicht. Okay. So. There now. Guide us, horned one. But what? Teach us what the desires. Guide us, horned one. Das passt schon. Komm halt dazu. Er feuert's doch mal ordentlich da drauf. Macht's doch mal richtigen Damage. Also witzig, wie die KI hier komplett abkackt. Die klumpt hier rum und das ist halt heftig. Aber das ist das Ding, wenn du weißt, wie die KI zu exploiten ist, ist es halt echt easy. Na, ist halt wirklich so. Krass. Irgendwann wird es auch wieder normale Schlachten geben, aber aktuell. Ich glaube, in einer normalen Schlacht hätte ich einiges an Stuff verloren. Bin ich ehrlich mit euch, das ist... Da hätte ich schon gut was verloren. Der Sieg ist nah, ja klar. So, schießen die noch? Ja. Treffen die überhaupt irgendwas? Wo sind diese Kalybris? X-Hydra? Medusa. Da ist sie, genau. Medusa haben sie noch. Aha. Ja, irgendwo da ballert's halt rein, whatever. So. Bis alles gestorben ist. Irgendwann müssten die Army Lost Penalties eintreffen. Er hat ja nichts mehr. Ich sehe nicht mal seinen Hauptmann. Aber der ist unsichtbar. Der ist immer getarnt. Ich glaube, das weiß ich noch. So giga lost für ihn. Aber ich mache erstmal alle Munition weg, ne? So. Der Bums ist noch da. Geil. Wieso ist denn der wieder so voll? Ach, der regeneriert sich die ganze Schlacht über. Geil. Das ist praktisch. Ihr wartet mal kurz, ihr müsst da nicht als Erster reingehen. Das ist absolut unnötig. Wow, das ist guter Schaden. So, die Verletzten bleiben bitte hinten. Das muss nämlich nicht sein. Cool. Vernichtet, komplett gebumst. Nichts verloren und fast vier Drittel
seine Armee 4/4. 4/3. 3/4 seiner Armee kaputt gemacht. Einfach niedergebombt. Und nur ein paar herbeigerufene Clanratten verlottert. Das ist heftig. Das ist einfach Bastard. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so Bastard. Bin aber gespannt, wie lange das geht, weil irgendwann kommt's Late Game. Und dann wird's eklig, ne? 3000 Gold, hallo! So. Genau, minus 10 Rüstung. Der Waffenschaden ist geil, bringt dem jetzt aber gar nichts. Trust him for now. So. Nose, I dominate. Okay, okay, okay. Gut. Gut, was noch? Clanratten, würde ich jetzt mal sagen. Too weak to betray. Ja, Clanratten. Weil alles andere. Sturmratten, Seuchenmönche, die habe ich halt gerade noch nicht. Die werde ich nicht machen wahrscheinlich. Obwohl. Was hat er denn? Seuchenmönche, Schleuderer, Seuchenklauen, Katapult und Seuchenpriester. Ja, aber nur weil es günstiger ist, sind sie ja nicht zwingend besser. Weil die Seuchenmönche sind Glaskanonen. Ich brauche eine Frontline. Da kommen Clanratten ins Spiel, ist einfach so. Stinks like a Grazier. Should kill when get a chance. So. Okay, ich würde den jetzt kaputt hauen, dann ist er weg. Na? More than Vermintide, Vileotide rises. Let the bell scream, scream. Ring bell. Lord Scream. Back, back. Was für Schwachsinn. Let the bell scream, scream. Kommt er da ran? Warum klappt das nicht? Make way. Was ist das jetzt schon wieder für ein Schwachsinn? Ja, so rum geht's. Ja, Glückwunsch. Dann machen wir es halt so schon und kriegt der andere den Buff halt nicht, okay. Ja, war wieder ungeduldig, ne? Selbst schuld. Ist meine eigene Schuld. Mach's anständig oder gar nicht. Das ist immer so. Egal welches Leben du führst. Mach's richtig oder lass es bleiben. So, ich hab's nicht richtig gemacht, also bin ich selbst schuld. So. Ja. Gut, dann kann ich jetzt dann aber in Plünderstellung einmal da lang, zack, zack, kann ich mich aufteilen. Ist auch nicht schlecht, weil viel haben die da nicht. Und dann nach Splitterfeld sammeln, mal gucken. Vielleicht hole ich mir das auch, wer weiß. Vielleicht stelle ich mich ja auf irgendwann. Hm? So. Hier könnte ich jetzt Geld machen. Mach ich auch. Obwohl. Ja. 40. Ja, das geht. So, drüben weiß ich, musste ich noch. Müssen ich noch bauen. Tunnel irgendwo. Genau. Der wird früher fertig. Minus 50. Lass mal's erstmal. So wie es ist. Okay, ja, da wird Tunnel gebaut. Lass mal auch erstmal. So, hier wollte ich noch ein Dingens bauen. Machen wir mal so. Weil dann kriege ich das da und das da vielleicht. Ist nicht optimal, aber ich muss hier gucken, dass ich vorankomme. Ein bisschen. Ja. Genau. Ich baue jetzt hier schlecht. Okay. Aber dann habe ich die Chance, hier das Zeug langsam zu holen. Einfach damit ich mal ein bisschen expandieren kann. Und hier genauso. Ist halt eine Investition. Die wird sich aber irgendwann noch rentieren. So.
Mann. Scheiße, Husten. Besser dann Fenqual, yes, yes. Ich glaube, das ist ein Zeichen für mich, hier eine Aufnahmepause zu machen. Mach ich vielleicht auch gleich. Weil das Gehuste ist nicht gut. Hier kann man ein bisschen plündern. Dann wäre halt schon wieder ein bisschen Geld wert. Aber nicht viel. Okay. Alter, die sind Rang 1. Schade. Okay. Ende. Ich mache jetzt hier Ende. Sprich, das läuft jetzt durch. Und ja, dann Ende. Ne? Alter, 4 ausgedunsene Leichen. Was ich gern wüsste ist, aber wahrscheinlich ist es so, wenn so eine aufgedunsene Leiche explodiert und stirbt dabei, ist ja der Fall. Oh Gott. So. Easy Schlacht für nächstes Mal. Hier bin ich durch. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Und um den Gedanken zu Ende zu bringen, ob wenn die aufgedunsene Leiche in der Schlacht explodiert, Schaden macht und stirbt. Was ja der Fall ist, ist sie dann auch auf der Weltkarte weg. Ich habe keine Ahnung, könnt ihr mir gerne schreiben. Bis dann. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions, put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye.